Hallo, hier ist die Arne von Momos. Heute machen wir eine ganz intensive Bauchbeine-Po-Stunde. Gute 30 Minuten bleiben wir mal richtig schön in Bewegung. Du selber kannst für dich natürlich Pausen zu Hause einbauen. Wir versuchen, den Puls hochzuhalten. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Wir gehen in Zeit zu Zeit. Zieh den Bauchnabel fest rein. Füße schön zur Seite aufstellen. Ihr kennt das. Popo mit anspannen, wenn du zur Seite gehst. Und ihr räumt in die Schulter. Wir arbeiten immer mit dem ganzen Körper, auch wenn wir gleich ganz intensiv Bauch, Beine und Po kräftigen. Arme sind auch immer mit dabei. Und Ellbogen mitnehmen. Wir ziehen. Bauchnabel ist fest reingezogen. Du weißt, Körperspannung im Powerhouse. In eine schöne Halte. Und ziehen. Gerne mal die ganzen Arme lang nach hinten. Schultern schön locker machen. Schön tief, Popo nicht vergessen. Bauch ist eingezogen. Noch vier. Wir ziehen und schieben. Schön tief ausatmen. Arsch den Sauerstoff einreichern im Körper. Atmen, atmen, atmen. Ziehen. In die Diagonale. Lange Nacken bleiben. Schultern immer wieder tief. Und Bauch spannen. Arm geht noch ein bisschen höher. Ziehen und ziehen. Ja, gut, nimm mal beide Arme. Nimm die Ferse mit zum Zug. Kniegelenke erwärmen. Komm, viele Kniebeugen auf den Zug. Und schiebe. Mal jede Seite. Komm. Arme richtig schön mit. Kreislauf ankurbeln. Wechseln noch mal. Ja? Aktivieren. Vier. Drei. Zwei. Wir lockern aus. Zieht die Arme zur Seite. Hüpp. Hüpp. Lang. Schön. Und jetzt mal die Beine strecken. Po anspannen. Komm. Schön die Seite aufwärmen. Hier raus. Wir ziehen die Arme auf, zu, ziehen unsere Körper aufrichten, Bauchnabel wieder ganz fest reinziehen, noch vier, ziehen und Fersen nach außen, Po anspannen, ja, komm, Stabilisatorentraining, wir bleiben hier, hoch. Wenn du den Boden nicht berühren möchtest, bleibst du mit deinem Fuß in der Luft, komm, nochmal, acht, zieh, Körpermitte, Diagonale, vier, drei, zwei, Ellbogen und Knie. Ziehen. Komm, noch einziehen. Atmen, atmen. Ja, auch zu Hause für frische Luft sorgen. Schön Fenster auf. Auch hier brauchst du Sauerstoff zum Trainieren. Achtung. Repeat noch. Auch hier. Acht. Acht. Bauch ganz fest. Richtig hoch das Knie. Ziehen und ziehen. Wir wechseln. Hopp. Sehr schön. Vier. Nimm noch mal beide Arme. Richtig schön Bauchmuskulatur einsetzen. Komm, dann bist du richtig gut ausgewärmt. Andere Seite, los. Zieht. Hier. Vier. Drei. Wir lockern noch mal aus. Und fährst. Ihr kennt es. Noch vier. Beine lang. Zieh raus. Ferse anheben. Schön nach außen. Po anspannen. Tipp. Die Arme noch auf, zu, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, Brust öffnen, komm, lange Nacken, vier, schieben, drei, hüpf, zwei, und Stabilisation, wir bleiben, zieh, hoch, 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 ja, wenn du mehr tun möchtest, bleib in der Luft mit deinem Bein, hoch, hoch, zieh, und vier, drei, zwei, Ellbogen, Knie, hopp, eine Runde noch, gut, vier, hüpp, ja, mal die langen Arme, vielleicht möchtest du auch die Beine mit hochnehmen, sonst bleibst du bei den Knie, schön von hinten, Bauch einziehen, nochmal acht, hüpp, vier, komm, lang,
Wärmer. Ja? Pferde, hopp, hopp. Zeigt niemand dich nach außen. Hier, sehr schön. Gut, wir sind ganz gut warm. Wir kicken noch ein bisschen. Bauch hin. Hier, Kopf, das Becken noch mal ein bisschen mitnehmen. Gut. Jetzt die Ferse. Bauch wieder fest, Beckenboden zu. Atmen, atmen. Die Ferse vor. Hier, komm, ein bisschen Oberschenkel vorbereitet. Noch ein bisschen, gleich geschafft. 4, 3, 2, zur Seite. Und wir tippen mal richtig kräftig auf. Ja, gut. Ich versuche auch immer wieder mal so ein bisschen Ausdauer mit einzubauen bei den Beinübungen, dass der Puls immer wieder nach oben geht, oben bleibt. Das ist ein Stichwort Fettburner. Geht auch zu Hause. Und zieh die Arme nochmal mit raus. Komm, mach dich nochmal richtig lang. Wenn du viel Power hast, gib Gas. Hopp. Schön. Ja, das Ganze jetzt nochmal nach hinten. Hopp, hopp. Oder mit einem Fuß am Boden bleiben. Bauch ist fest, Rücken gerade, Nacken lang. Komm, acht mehr. Hopp, hopp, hopp. 4. Hopp, hopp. Wir bleiben. Becken vor und zurück. Kleines bisschen Freeze-Tricks, ne? Ein bisschen Luftbeuger. Atmen. 4. Gut. 3. Hopp. 2. Die Wade. Zurück. 8. Komm. Schieb die Daumen mit nach außen. Bauch ist fest. Langer Rücken. 4. Hopp. Hopp. Verlagere das Gewicht wieder nach vorne. Wir schwingen. Aus. Hier, mach dich ganz lang. Nacken bleibt gerade. Daumen hoch. 4. Atmen, atmen. Konzentration. Halte mal Gleichgewicht hier. Bauchnabel fest. Klein. Außen vor heraus. Becken stabil. Hier. Zieh. Klein. Komm. Mehr. Spür den Popo. 4. 3. 2. Wir bleiben unten. Tief. Hier nochmal. Gelenke, Hüftbeuger vorbereiten. Beweglichkeit, ganz wichtig. 2 noch. Jetzt einfach mal zur Seite. Komm mit langem Rücken tief. Mit rundem Rücken wieder hoch. Lange Rücken tief. Runde Rücken hoch. Komm nochmal. Letzter. Schau wieder nach vorne. So, damit der Puls nicht runtergeht, gleich nochmal eine kleine Einheit. Und ranziehen, und ranziehen. Und gerne die Arme mitnehmen. Wenn du boxen willst, boxen ein bisschen. 8, mehr. Zieh, zieh, komm. 4, 3, 2, wir lösen. Tief, hoch, tief, hoch. Lang. Hier, Arme mitnehmen. 4, hopp. Ja, sehr schön. 2 noch. Und wir bleiben hier nochmal den Folger. Vor und rück. Öffnen. Brust eng, Bauch fest. Sehr schön. 4. Gut. Jetzt kommt die Wade. Zurück. 4 raus. Oberschenkel, Rückseite spüren. Nacken bleibt. Hier ziehen. Bisschen spüren. Sehr gut. Und wir schwingen uns nach vorne. Wieder Bauch fest. Stabilität in der Körpermitte. Genau wie eben. Nacken bleibt gerade. Schau vor dir auf den Boden. Und raus. Auch hier versuchst du wieder in der Luft das Gleichgewicht zu halten. Nur das Bein. Hier. Da musst du fest sein. Zieh den Bauchnabel fest rein. Kontrolliere gerne mit deiner Hand. Wenn du mehr tun möchtest, gehst du ein bisschen tiefer. Lass den Nacken gestreckt. 4, 3, 2, 1. Wir gehen nochmal tief. Mach ein bisschen kürzer. Ich habe schon mal gemacht. Noch. Und jetzt geht's schon zur Seite. Lange Rücken tief. Runde Rücken rauf. Nochmal. Lang. Rund. Nimm dich wieder nach vorne. Nach oben. Wenn du möchtest, wieder die Fäuste ballen. Atmen, atmen, atmen. Zieh. Zieh. Schön. 4, 3, 2. Wir lösen. Zieh deine Ellenbogen nochmal zum Knie. Hopp.
So, jetzt geht's los mit der Kräftigung. Auch hier, Tempo zügig halten, möglichst die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Ja, dann erreichst du auch viel in kurzer Zeit. Nimm die Beine zusammen. Geh tief, zur Mitte, tief, zur Mitte. Schön mittig das Gewicht und zwischen den Fersen runter. Das geht jetzt zügig. Etwas länger, drei kleine Untergänge, tief. Richtig schön runter, runter mit dem Po. Nochmal, tief, tief, richtig in die Ferse das Gewicht. Dann kannst du besser absenken das Becken. Öffne die Beine so, dass sich das für dich stimmig und gut anfühlt. Das ist bei jeder Frau ein bisschen anders, je nachdem wie das Becken gebaut ist. Die einen mögen richtig schön weit in die Grätsche gehen, die anderen lieber etwas enger. Soll sich bequem anfühlen, muss gut arbeiten können. Ja? Nochmal mit Tempo, nimm die Arme gerne mal mit hoch. Achte auf deinen Rücken jetzt, nicht ins Hohlkreuz gehen. Hopp, Bauch ist fest, komm. Ja, nicht so, bleib gerade. Bauch ist fest, kontrolliere dich. Schön, ja. Jetzt geht's mal nach hinten. Tief, hoch, Knie. Und tief, hoch, Knie. Wenn dir das zu wackelig ist, kannst du gerne auch hier den Fuß ranstellen. Kein Problem. Komm nochmal. Bauch macht mit. Hat. Schön. Zwei noch. Und wenn du magst, gerne gleich nochmal etwas schneller. Nicht zu schnell, wie du schaffst. Einfach nochmal 10 Stück. So für dich, wie du schaffst. In deinem Tempo. Ne? Frei. Bauch fest. Komm, schön Spannung halten. Ja. So. Machen wir das noch. Jetzt bleiben wir mal unten. Nimm die Hände zum Boden, egal was jetzt unter dir ist. Kleine Baucheinheit. Ich zeig von der Seite. Wir ziehen. Zieh. Zieh. Bauch ist fest. Du weißt, wenn du mehr tun möchtest, ran. Hep. Muss aber nicht. Stufe 2. Ja? Wenn du ein bisschen Tempo magst, einfach ausprobieren. Puh. Atmen. Komm wieder zurück. Gut. Anderes Bein nach vorn. Bauch ist fest. Auf geht's. Rück. Tief. Hoch. Tap. Wenn du mehr tun möchtest, du weißt, Stufe 2, nimmst du dein Knie nach oben. Und zieh. Rück. Tief. Hoch. Knie. Oder Tap. Na? Mach, wie du möchtest. Rück. Kontrolliere dich. Bauch ist die ganze Zeit fest, Nacken bleibt lang. Etwas schneller, versuchen wir noch mal 10 Stück. Tief und hoch. 9. Einfach für dich zählen. Kannst du ein bisschen langsamer oder schneller machen als ich. Ist auch ein bisschen in der Puste. Ja, Puls soll oben bleiben. Habe ich ja gesagt. Heute ein bisschen Fettburner gekriegt. Wir bleiben. Bauchübung, Runde 2. Diesmal ziehen wir das Knie nicht gerade. Wir ziehen zur Seite. Zur Seite. Auf geht's. Nimm das Becken mit. Bauch ist fest. Rad. Rad. Nacken lang, Rücken stark. Ganz wichtig, ne? Geh nicht so einknicken. Ja? Nur ein Bein. Zieh und weg. Das ist optional. Du kannst auch tippen. Tipp. 4, 3, Popo macht mit, komm, Seite wechselt, ran, Test oder Kick. Jede Frau schaut für sich und tap. 4, 3, 2, 1. Okay, komm mit beiden Füßen nach außen, schön hier unten, ja, so wie früher. Wenn wir Froschhüpfen gemacht haben, als Kinder, ist mir jetzt wieder aufgefallen. Ist eine gute Fitnessübung. Könnt ihr ruhig mal machen. Auf geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und locker. Schön. Auf geht's. Nächster Teil. Dann rechts zu deinen
was sagt ihr euch? Rechter Fuß steht, Bauch ist fest, Hände zusammen, schön Brustmund anspannen. Watch your steps. Hoch, Seite, Po anspannen. Tief, hoch, Seite, ja. Tief, hoch, Seite. Das ist Basisübung. Wenn du dir sicher bist, kannst du einen gekreuzten Lunge dahinter machen. Achte darauf, Knie und Zehen bleiben in einer Linie. Schön tief. Oder du nimmst die Arme mit. Schau mal, was für dich gerade geht. Was passt. Hier. Hoch. Komm, Popo spüren. Hier, aus dem Gesäß heraus. Tief. Hoch. Tief. Und wir bleiben nochmal. Komm, Bauch. Hier spürt, da, Gesäß. Und ziehen. Und ziehen. Ja. Vier. Und wir gehen eine Runde locker laufen. Ja, bevor die nächste Seite kommt, gleich wieder den Puls nach oben bringen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. Andere Seite, go. Wir gehen tief, hoch, seit. Wenn du die Zehen am Boden lässt, trotzdem hier ruhig mal die Ferse hoch, dann hast du nämlich das Standbein belastet. Und die andere Seite ist nur so ein bisschen Stabilisation. Wenn du mehr tun möchtest, auch hier, gekreuzten Lunge, tief, auf dein Knie achten, ja, schön nach vorne zeigen. Wenn du dir mit der Übung irgendwie unsicher bist oder du fühlst dich nicht wohl, lass sie einfach weg. Dann stellst du deinen Fuß wieder ran, machst diesen hier, ne? Viele von meinen Teilnehmerinnen kennen die Übung aus meinen Kursen und die können das ruhig machen, ne? Komm, keine Ausrede. Wir bleiben nochmal hier. Auf geht's. Po anspannen. Po anspannen. Gleichgewicht halten. Standbein immer so ein bisschen soft, ne? Ja. Gelenke schonen, Muskeln trainieren. Zwei noch. So, eine Runde Seitchen springen. Auf geht's. Das ist Stufe 1. Ganz gemütlich. Bauch ist fest oder auch nur die Knie anheben. Stufe 2 kannst du gerne die Ferse ein bisschen höher nehmen. Und ziehen. Ziehen. Zieht. Power, komm. Hip, watch your steps. Hip, 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 hip. Wir ziehen. Richtig schön nach oben. Die letzte. Hip, hip. Sehr gut. 4, 3, 2. Wir lockern aus. Kick. Hip. Genau. Auch hier kannst du wieder wählen, ob du mit hüpfen willst oder ohne. Gleich gesagt. Hip, hip, hip. Komm. Und ziehen. Ziehen. Nimm die Knie hochziehen. Bauch ist fest, lang im Rücken. Komm, kleines bisschen Fettburner noch. Eine Minute. Ja, dann habt ihr den ersten Teil geschafft. Dann haben wir alle auch richtig Durst. Gleich können wir eine Runde trinken. Doppelt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hoch. Hüpp. Hoch. Bauch ist fest. Ja. Gut, gut gemacht und locker. Sehr schön. Trinkpause. So, alle was getrunken? Weiter geht's. Ich habe mir hier eine Matte ausgerollt. Wenn du eine rutschfeste, weiche Unterlage hast, ist das super. Sonst nimmst du dir eine Wolldecke. Alles gut, ne? Okay, schönen Schritt nach vorne. Wir bleiben noch ein bisschen im Vierfüßlerstand. Der Puls ist ja noch relativ hoch. Da möchte ich jetzt nicht sofort ins Liegen wechseln. Aber der ganze Körper macht mit, Bauch ist fest. Anfänger bleiben auf den Knien und schieben immer nur ein Bein zur Seite. Tap, ran, tap und ran. Und hier, wenn du mehr tun möchtest, dann komm auf deine Zehen und halte die Knie in der Luft, okay? Und schieb und Bauch ist fest. Weg. Halte durch, Becken ruhig. Schön hier zur Seite, komm. Mehr. Mehr. Schön weg. Ja, gleich haben wir es geschafft. Ach, viermal auf jede Seite. Du kannst jede Zeit auf deine Knie wieder runtergehen. Kein Problem. Halte die Bauchmuskulatur fest angespannt. Ganz wichtig. Hep. Gut, komm auf deine Knie. Einmal kurz entspannen. Schön die Finger nach vorne schieben.
Pferde etwas öffnen, die Hände ganz Körperübung. Wir gehen hoch, tief, hoch und kick. Ja. Jetzt schimpft nicht mit mir, das ist ja Brustmuskulatur. Wenn hinterher einer zu knackigen Busen hat, darf er sich persönlich bei mir beschweren. Alles gut. Ich denke mir, es ist immer noch eine gute Ganzkörperübung. Und so ein paar Liegestütze noch keinen geschadet, oder? Kopf hoch, Knie und tief. Ja? Wenn dir das mit den Knien hier zu viel wird, bleib einfach hier. Ja? Kopf. Geht auch. Okay, für die erste Runde soll das reichen. Darf dich kurz hinlegen. Füße schön weit geöffnet. Bauchnabel rein, ganz wichtig. Schambein in die Matte oder in den Boden drücken. Bauchmuskulatur anspannen. Arme am besten neben den Körper. Die Fersen hoch. Darf sie auch halten. Die Fersen kommen zusammen und öffnen wieder. Jetzt kein Hohlkreuz machen, ganz wichtig. Halte Bauchmuskulatur angespannt. Du kannst die Arme auch an die Seite nehmen oder dich hier abstützen. Mit den Armen ist egal. Nur hier schön hoch. Und Bauch ist fest. Popo spüren. Ja, ein bisschen Arbeit ist das mit Bauchbeinen hoch. Vier noch, komm. Hüpp. Sehr schön. Und du kannst die Füße kurz geschlossen halten. Drück dich wieder nach oben. Einmal den Rücken kurz dehnen. So. Rückseite. Bauch ist fest. Wir haben keine Geräte. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen Gas geben, dass das auch was bringt. Bauch ist fest. Klein. Wir arbeiten im oberen Bereich. Ne, wenn du jetzt irgendwie eine Hantel hast, die du dir noch in die Kniekehle legen möchtest, kannst du das gerne tun. Vielleicht hast du auch deine eigenen Fußmanschetten zu Hause. Ansonsten ganz ohne Geräte machen. Schön intensiv ganz oben. Und die ganze Zeit den Popo anspannen. Bauch ist fest. Komm. Gerne zur Kontrolle nochmal die Hand zum Bauch legen. Ist der reingezogen? Ist der Nacken lang? Genau. Sehr schön. Etwas größer können wir mal werden. Tief. Hoch. Anspannen. Wenn du mit der Ferse nach oben gehst, ganz besonders unter Po anspannen. Ja? Immer hier mit den Gedanken bei der Übung sein, die du machst, ist einfach intensiver, effektiver. Ja, und wenn wir das hier schon mal machen, dann muss das ja auch Sinn machen. So, vielleicht mal die ganze Linie nach hinten. Jetzt gehen wir mit den Ellenbogen nach unten. Dann hast du etwas mehr Spielraum. Trotzdem, Rücken bleibt gerade. Schulter, Becken, Ferse, eine Linie. Komm. Noch eine Runde hiervon, dann kommt wieder meine Popo-Spezialübung. Ich liebe sie und ich weiß, ihr liebt sie auch. Noch vier, hoch, drei, hoch, hopp. So, jetzt geht's los. Pass auf. Da, wo das Bein gestreckt ist, öffnest du einen den Arm, stellst ihn auf und es geht zur Seite. Halte den Bauch fest angespannt, ja? Schön nach oben. Wir schieben. Wir spüren Po Außenseite. Wenn du mehr tun möchtest, ein Kick. Den höchsten Punkt, den du erreichst. Ja? Genau. Das wirst du auf die Dauer spüren. Ohne Gewichte machen wir davon heute mal ein paar mehr. Oder wir werden gleich einfach mal ein bisschen schneller. Wollen wir mal versuchen? Okay, kleine Runde Tempo. Acht. Einfach so in deinem Tempo, wie du schaffst. Einfach ein bisschen Tempo rein. Bisschen zügiger. Kopf. Hopp. Hopp. So. Ich merke es, macht schon Spaß. Und wir bleiben noch mal oben. Ran. Weg. Ran. Weg. Ja, ich habe das gesehen, dass dein Knie ein bisschen runtergegangen ist. Ich kann durch die Kamera gucken. Bleib doch mal oben mit dem Knie. Hier, komm. Da oben. Ja. Nicht schummeln. Ah. Okay. Einmal kurz lösen. Alle Beine ausdrücken. So. Wir gehen ins Liegen noch mal. Ganz kurz. Damit die Knie und die Schultern eine Pause haben. Okay. Bauch ist fest. Arme gehen mit hoch. Und halte. Bauch ist fest. Komm, hier. Halte. Isometrisches Training. Wir bleiben. Nacken ist lang. Wenn du mehr tun möchtest, kannst du die Arme natürlich auch strecken. Muss aber nicht. Wir gehen mit den Armen und den Beinen im Wechsel tief. Tief und hoch. Ab. Heben. Tief und hoch. Ganze Körper arbeitet mit. Immer schön alles anspannen. Tief. Hoch. Hep. Noch vier. Hep. Gut. Hep. Zwei. Hep. Genau. Und wir gehen. So
die zweite Seite machen, gehst du hier nochmal in die Länge. Wir machen mit dem Bein weiter, das eben schon so viel üben musste. Und versuchen jetzt einfach darauf aufzubauen, es effektiver, den Muskel einmal im Ganzen zu fordern. Fangen wir nochmal mit der schrägen Bauchmuskulatur an. Zieh dein Knie rein, Bauch ist fest. Wenn dir das schwerfällt, dich hier zu halten, leg dein Bein ab. Kein Problem. Wenn du mehr tun möchtest, ihr kennt das, könnt ihr beide Knie ranziehen. Und der Arm macht auch gerne ein bisschen mit. Bauch ist fest. Hier musst du richtig die Spannung spüren. Da spielt die Musik. Zieh ran und weg. Ran und weg. Das ist jetzt eigentlich schon die fortgeschrittene Stufe. Aber ich habe letztens gemerkt, man kann noch einen drauflegen, wenn du möchtest. Dann geht es noch hoch und ran. Hoch. Halte Bauchmuskulatur. Wenn du viel merkst, das ist nicht so das Richtige für dich, geh bitte wieder eine Stufe zurück. Das ist nicht ganz ohne, ja? Die ist wirklich anstrengend, die Übung. Noch viel. Hopp. Drei. Hopp. Immer schön Kontrolle über die Bauchmuskulatur. Ja? Hier musst du sauber arbeiten. Hoch. Das war der letzte. Okay. Komm mal auf die Seite. Nimm deinen Ellenbogen nach vorne. Deine Hand stützt den Kopf. So, heute mache ich alle meine Lieblingsübungen mit euch. Knie und Ferse. Ja, wir haben ja nicht so viel Zeit. Dann soll das wenigstens ein bisschen Spaß machen. Zumindest schon mal mir, ne? So, auf geht's. Deshalb auf jeden Fall auch nochmal diese Übung hier. Knie und Ferse. Schön groß die Bewegung machen. Immer schön kontrollierend hier die Hand am Becken. Bauch ist fest. Ja? So, auf geht's. Meine Lieblingskombi. Hoch und runter. Bauchmuskulatur muss angespannt sein. Der Bauch hat keine Pause. Gleich geschafft. Hep. Ja, so ein bisschen merken wir, dass wir mit dem Bein eben schon mal was gemacht haben. Das war auch Sinn der Übung. Na? Zack, schön intensiv. Okay, wir bleiben jetzt noch mal hier oben. Bisschen die Zehen tief. Kontrolle. Tief. Hoch. Und jetzt wird es noch mal richtig schön lustig. Pass auf. Das ist Stufe 1. Wenn dir das genügt, bleib hier. Wenn du mehr tun möchtest, komm auf deinen Ellenbogen. Halte Bauchmuskulatur angespannt. Hopp. Gleich beugen wir nochmal das Knie. Mit dem langen Hebel zu arbeiten, wird dann doch auch ein bisschen anstrengend. Aber hier, Popo, Reiter holen. Schnee von gestern, ja? Komm, wenn du möchtest, noch höher. Hoch. Achte auf deinen Rücken, achte auf deinen Bauch. Und geh jederzeit wieder auf deinen Ellenbogen zurück, wenn du merkst, da ganz oben fühle ich mich nicht so wohl, fühlt sich irgendwie ein bisschen krumm und schief an. Das reicht auch schon. Ja, das merkst du. Hier, da, hoch. Bauch ist fest. Und schiebe. Ja. Müssen ein bisschen hartnäckig bleiben hier. Da können wir ruhig noch mal ein paar von machen. Ja. Hep. Ihr habt eben schon geschummelt. Deswegen müssen wir jetzt noch mal eine Runde länger machen hier. Hoch. Noch 4, 3, 2, sehr. Okay, einmal zur Belohnung. Oh, ziehen wir uns hier an der Seite raus. Andere Seite auch. So, ich habe es nicht vergessen. Wir haben im Vierfüßlerstand angefangen. Und weil euch die Liegestütze eben so gut gefallen hat, machen wir die jetzt gleich nochmal. Ne? Pass auf, schön nach vorne mit den Händen. Bauch ist fest. Es geht los. Tief, hoch und kick. Hep. Bauchnabel fest reinziehen. Ganz, ganz wichtig. Du weißt, wenn dir das mit den Knien hier hinten zu viel wird, bleibst du einfach unten mit deinen Knien und machst die kleinen Liegestütze da vorne. Ja, denk daran, immer mit dem ganzen Körper tief. Nicht nur mit dem Kopf hoch. 4. Haben wir noch. Top. Und hep. Und zieh. Und 2. Und jetzt noch unsere letzte. Okay. Wir bleiben im Vierfüßlerstand. Schön auf das Knie. Bauch ist fest. Gerne nochmal zur Kontrolle. Eine Hand zum Bauch. Hier spüren, Nacken bleibt lang. Rücken starr. Schön die Schultern starr. Ja, Kopf. Ferse nach oben. Anspannen den Popo. Beckenboden zu. Wow, so hier im Vierfüßlerstand kann man einmal an alles denken, was man so anspannen könnte. Immer alles rausholen,
tief und hoch. Ja, aber jetzt nicht anfangen, Schwung zu holen. Bleib konzentriert bei der Sache. Atme. An und aus. Spüre. Hup. Ja, gerne noch mal länger. In den Kick. In den Kick. Hier. Ellenbogen tief. Hup. Hier. Und raus. Tief. Und Kick. Spüre den Popo. Nacken bleibt lang. Raus. Weg. Hup. Auf mit der Ferse. Vier haben wir noch. Zwei mehr. Okay. So, jetzt kommen wir wieder hier mit dem Arm zur Seite und heben das Bein. Ja, genau. Spüre. Außenseite Oberschenkel. Knie bis zum rechten Winkel nach oben anheben. Und hier darfst du, wenn du magst, gerne wieder in den Kick gehen. Suche einen Rundpunkt im Raum. Genau. Und schiebe. Faust. Festhalte immer Körperspannung. Hochstabilisiere. Atmen. Ein bisschen Sand zu liegen. Wenn du möchtest, kannst du etwas schneller werden, aber trotzdem sauber in der Ausführung. Komm. Schön zack. Auf den Bauch liegen. Nacken lang. Füße heben. Kleine Tempobewegung. Becken ist nach vorne gekippt. Schambein in die Matte drücken. Nacken lang. Bauchnabel nach oben ziehen. Ganz wichtig. Tempo. Hup. Tempo. Popo anspannen. Schön lang die Beine. Atmen, atmen, atmen. Gleich geschafft. Vier, drei, zwei, eins. Ja. Auf die Seite gehen. Hier sind wir. Na? Gut. So, ich bin jetzt hier schon mal ordentlich am Schwitzen. Jetzt kann ich meinen Bock auch ausziehen. Puh. So, hoffe, du schwitzt auch ein bisschen. Wenn nicht, dann aber Dalli. Zieh. Oder? Du weißt ja, eine Stufe weiter unten kannst du dein Bein liegen lassen. Schau immer, dass du die Übung gut und sauber ausführen kannst. Ganz wichtig, Qualität geht vor Quantität. Zieh. Du kannst beide Beine nehmen, wenn du möchtest. Stufe 3, völlig ausreichend, ja, aber du weißt ja, es geht immer noch mal mehr, hopp, ran, weg und zieh, ja, Bauch ist fest und hopp und mehr, gut, schön kontrolliere, atmen, gut, zieh, weg, ich glaube, so ein paar können wir noch. Haben eben auch geschafft. Komm, beide Seiten müssen gleich. Sonst ist das unfair. Hup. Zwei. Sehr gut. Hup. Okay. So, Knie wieder nach vorne. Nimm deine Ellenbogen nach vorne. Halte deinen Nacken lang und gerade. Taille schön eng zusammen. Meine Lieblingsübung. Knie und Ferse. Hup. Ja, ihr denkt, ich komme hier nur zu meinem persönlichen Vergnügen. Ist auch so, ehrlich gesagt. Ja, ihr wisst, drei Kinder zu Hause, da weiß ich das zu schätzen, hier mal schön in Ruhe zu trainieren. Ja? Also, wenn es euch so ähnlich geht, genießt die Zeit so wie ich. Ja? Kann ja noch ein bisschen dauern. Ne? Auf geht's, ab geht's hoch. Hup. Knie und Ferse. Hup. Schieben, Bauch ist fest. Ziehen und weg. Knie und Ferse. Ja, Taille eng zusammenziehen, Bauch und den Boden zu. Noch vier. Ja, und ich weiß, da geht noch was. Da geht immer noch ein bisschen nach oben. Nicht, dass du sagst, da hing aber meine Wohnzimmerlampe. Dann leg ich ein bisschen weiter nach vorne. Keine Ausreden hier. Wir sind im Training. Ha? So, wir bleiben oben. Langes Bein. Tief. Und hoch. Immer schön aus der Muskulatur herausarbeiten. Bauch ist fest. Keine Mitbewegung. Kontrollier dich. Und hier. Schön nach oben schieben. Du weißt, gleich kommt die schönste Übung ever. Und da wollen wir gut vorbereitet sein. Ja, ein bisschen was spüren darfst du schon. Und dann geht es eine Stufe höher. Wenn du magst, komm auf deinen Ellenbogen. Halte dich hier gut gestützt.
Alles prima. Jetzt darfst du das Knie beugen. Tief. Und hoch. Hier aus der Seite heraus arbeiten. Ja. Wunderbar. Atmen, atmen. Komm. Ja. Und für diejenigen von euch, die 4 Kinder zu Hause haben, ja, und die Zeit besonders gut genießen und nutzen wollen, die kommen noch mal einen Schritt höher. Hier. Hopp. Kick it. Zieh. Und schiebe. Sehr gut. Aber ich glaube, ein kleines bisschen geht noch. Kick. Wenn du merkst, es ist ein bisschen viel, kommst du gleich runter auf deinen Ellenbogen. Und immer schön das Knie hinten lassen. Nicht nach vorne ausweichen. Gleich geschafft. Die letzten 4. Okay, dann auslockern. Jetzt ist Zeit für Bauchtraining. Hoppeli-pop, Bauch ist fest. Einmal abrollen, Nacken ist lang. Schön alles gerade richten. Erstmal die klassischen Crunches. Komm hoch und Bauchnabel reinziehen. Beckenboden zulassen bei den Bauchübungen, ganz wichtig. Ziehen, ziehen und ab, ab, hoch. Ja, wenn du magst, nimm mal dein linkes Bein oder ein Bein raus. Hoch, ab, ab, hoch. Und zieh. Hup, zieh. Ja. Mit den gleichzeitigen Arm zur Seite. Hoch und ab. Bauch ist fest. Und atmen. Hup. Das erstmal zum Reinkommen. Hup. Seite wechseln. Hoch, hoch. Gleich gibt es nochmal einen kleinen Schluck zu trinken. Wenn wir diese Seite fertig haben, machen wir zu Ende. Hoch, hoch. Rechtes Bein strecken und das andere Bein. Hoch und ab. Und zieh. Und ab. Und hoch. Und ab. Anderen Arm zur Seite ablegen und hoch. Zieh. Bauchnabel fest reinziehen, weiter atmen. Ich weiß, bei den Bauchübungen ist das immer so ein bisschen schwierig, weiter zu atmen, aber hier ist es gerade wichtig. Komm, noch 4, dann trinken wir wieder was. 4. Okay, trinkst du mal eben was, ich auch, und dann gibt's Endspurt, paar Minütchen Bauch noch und dann haben wir es auch schon geschafft. Bis gleich. Ja, so, weiter geht's. Endspurt, 5 Minütchen Bauch, nonstop am besten. Bauchnabel rein, Beckenboden zu, ja, immer mitmachen. Es geht wieder gerade los. Komm hoch und atmen. Und komm hoch und atmen. So, jetzt schon mal die Füße locker vom Boden lösen. Stufe 2. Zieh deine Knie wieder ran. Und weg. Erstmal hier nur auf das Ranziehen konzentrieren, ja? Der untere Bauch macht jetzt mal mit. Wenn dir das mit dem Kopf zu viel wird, lass den Kopf ruhig mal einen Augenblick unten. Jetzt kommen die Beine noch mehr ran. Kick. Bauch ist fest. Kein Hohlkreuz. Ganz wichtig, wenn du die Füße jetzt hier so ein bisschen wegschiebst, muss dein Rücken am Boden bleiben. Kein Hohlkreuz machen, bitte. Bauch fest, Beckenboden zu. Ja, ein bisschen machen wir noch. Komm noch mal ran. Kick und ab. Hier. Schön konzentrieren. Gib alles. Hopp. 2 noch. Hopp. Ja. Wir bleiben mal hier. Wir schieben weg. Ran. Weg. Ran. Hopp. Kleine Bewegung, hier nur mit den Knien. So ein bisschen wegschieben, Bauch einziehen, Beckenboden zuhalten. Wir kombinieren. Wir gehen weg, ran, kick. Bauch fest, schön. 2 noch. Hoch. Hopp. Ja, jetzt wird es nochmal schön intensiv. Die Beine bleiben hier, wenn es geht, Bauch ist fest. Wenn es dir zu viel wird, beugt die Knie. Und dann ziehst du die Beine im Wechsel ran. Im Takt. Ran. Je tiefer du deine Füße jetzt nimmst, desto mehr musst du mit dem Bauch hier gegenhalten. Ja? Wie gesagt, wenn es dir zu viel wird, kannst du die Füße auch aufstellen. Ziehst du hier so ran.
ne? Aber die ganze Zeit Bauch fest, ran, ran. Halte deinen Kopf gerne noch mal ein bisschen hier. Jetzt kommen die Ellenbogen dazu, ran, ran. Ja, ich weiß, die Übung ist sehr, sehr intensiv, aber ich will jetzt auch nicht mehr so lang von eurer Zeit klauen hier. Also bleibt mal mit am Ball, versuche schön kraftvoll in der Übung zu bleiben. Hol alles raus. 8, 7, komm. Atme. Ja, gleich geschafft. Konzentration. Hopp. Stopp. Jetzt nicht die Füße fallen lassen. Erst ranziehen und dann sauber abstellen. Arme zur Seite. Gerne mal kurz hier so ein bisschen auslockern. Ja. Bleib mit den Füßen stehen. Bauch kriegt eine ganz mini kleine Pause. Becken nach vorne oben. Hoch, hoch. Füße werden nicht zu eng aufstellen. Ruhig so ein bisschen weiter. Mehr aus dem Po außen arbeiten. Hoch, Bauch ganz fest. Und immer schön das Becken nach vorne kippen. Kontrolliere dich. 3 kleine oben. 3, 2, 1. Komm. Klassisch erstmal. Ja, die Übung kennst du. Hast du 100-mal gemacht. Trotzdem ist sie immer wieder gut. Und auch als kleine Einheit zwischen den Bauchübungen auf jeden Fall zu empfehlen. Aber ein bisschen den unteren Rücken noch mal stärken. Als Gegenspieler zu der Bauchmuskulatur. Ja, genau. Bleib mal hier. Komm. Hoch. So, und weil wir die Beine noch mal mitnehmen wollen in die Übung, gehen wir jetzt hoch. Und wenn du runter gehst, nimmst du die Knie zusammen. Und wieder nach oben und Knie zu. Ja, im Takt. Hoch. Hoch. Knie auf, zu, auf, zu und Bauch fest. Höp. Schieb nach oben das Becken. Ja, nochmal gut spüren. Wunderbar. Schieben. Hier oben nochmal halten und klein. Höp. Gesäß anspannen. Komm. Schieben, schieben, schieben. Noch 8. Atmen, atmen, atmen. Hoch spüren. Und stopp. Gerne mal die Arme hochziehen, Schultern vom Boden lösen. Und langsam wieder abrollen. Ja. So, Bauch, weiter geht's. Nimm deine Knie wieder ran. Untere Rücken schön lang, Beckenboden zu. Wir starten. Hoch, auf, zu und ab. Ich möchte, dass du jetzt mal richtig dein Becken mit vom Boden löst. Spüren. Hoch den Popo. Ja, Bauch einziehen, hoch das Becken, ja, bringt viel mehr, komm, und atmen. Wenn es dir zu viel wird mit dem Kopf, leg ihn kurz ab. Wenn du den Kopf mit oben behältst, Rippenbögen schön eng, Bauch flach, ganzen Bauch trainieren, ganzen Körper spüren. Gut, bleib nochmal hier oben, zieh mit deinen Fingerspitzen hoch an die Zehen. Komm, hoch. Bauch einziehen. Untere Rücken bleibt lang. Körper bleibt gespannt. Bauch fest. Atmen. Ein bisschen noch. Komm. 8 mehr. Und zieh. Und lang. Lang schön strecken. Die letzten. Hep. Hoch. Und stopp. Nicht wieder die Füße fallen lassen. Schön absetzen. Auf geht's. Ellenbogen, Knie. Ran. Komm, wir bleiben dran. Jetzt keine Pause mehr. Endspurt. Bauch einziehen. Habe ich schon 100-mal gesagt. Ne? Trotzdem, man lässt ja immer wieder los, wenn man nicht dran denkt. Also zwischendurch immer wieder. Ganz bewusst. Beckenboden nochmal mit rein. Letzte Minute läuft. Das heißt, jetzt Gas geben. Hol alles raus. Hopp. Auf geht's. Nochmal die lange. Zieh. Fingerspitze zu den Zehen. Sehr schön. 4. Hep. Hep. Nur eine Seite. Zieh. Zieh. Hier ran. Atmen. Durchhalten. Hep. So, letzte Seite. Kannst du. Schaffst du. Hier schön spüren. Flach. Bleiben, Nacken lang. Die letzten 4. Ziehen. Ziehen. Hep. Hep. Und du darfst lösen. Leg deinen Bauch
deinen Kopf ab, streck die Arme. Du hast es geschafft. Lass deine Knie einfach ein bisschen von rechts nach links hin und her baumeln. Atmen. Ganz locker. Und streck dich einfach mal aus. Bleib schön lang, Nacken, Bauch fest reinziehen. Tief durchatmen. Dann ziehst du dein rechtes Knie an den Bauch. Nacken schön gestreckt. Beim rechten Arm ziehst du ein bisschen diagonal nach hinten zur Seite und schiebst dann das Knie weit rüber auf die linke Seite. Jetzt über das andere Bein drüber schlagen und einfach nochmal beide Beine ranziehen an den Körper. Genieß es. Ganz tief durchatmen. Nimm dir die Zeit, deinen Körper auch wieder runterzufahren, zu entspannen. Regeneration. Die Seite, lege das andere Bein lang hin. Oberschenkel ran an den Bauch, zieh den Bauch fest. Ganz bewusst durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. Strecke deinen linken Arm diagonal zur Seite, dann hast du auch gleich die Brustmuskulatur in die Länge. Und dann kommst du rüber mit deinem Knie. Möglichst nach hinten schauen, am besten hier so in deine Hand oder zur Seite. Tief in den Bauch atmen. Jetzt darfst du deinen Bauch endlich locker lassen, entspannen. Zwerchfell wieder durchbewegen, die Organe durchbewegen mit einer tiefen Bauchatmung. Brustkorb weit. Komm zurück in die Rückenlage, kreuze das Bein und das andere und ziehe gerne nochmal ran. Nacken entspannt und lang. Wenn du magst, schließe deine Augen. Zieh dich einfach nochmal raus, rechts und links, räkele und strecke dich, darfst auch gerne gehen. Einfach wonach dir so ist. Vielleicht magst du dich nochmal ein bisschen vor- und zurückrollen, auf deine Matte oder auf dem Boden, nochmal ein bisschen Rücken massieren. Dann kommst du wieder nach oben, ziehst den Bauch fest rein. Und nimmst die Arme gerne nochmal nach vorne. In die C-Kurve, werfen euch Pilates. Macht, der kennt die Übung, hier nochmal die Wirbelsäule schön durchdehnen und wieder aufrichten. Wir kommen in den Vierfüßlerstand, bewegen auch hier die Wirbelsäule. Mach dich nochmal ganz rund. Und vielleicht auch nochmal zu den Seiten, rechts und links. Alles, was jetzt gerade gut tut, was entspannt, was sich angenehm anfühlt. Ziehst du deine Zehen ran, versuche hier nochmal ganz vorsichtig rechts und links ein bisschen zum Boden zu schieben, ganz sanft. Bad dehnen. Halt in der Position, die geht. Wandere mit deinen Händen auf deine Füße zu. Soweit du schaffst, kannst die Knie auch gebeugt lassen. Lass den Bauch ganz fest eingezogen nochmal. Mit der Ausatmung, Beckenboden zu, roll dich langsam auf. Anfang gemacht. Da können wir ruhig den Oberschenkeln auch noch mal eine kleine Dehnung gönnen. Bauch ist fest,
gezogen, dann hast du ein bisschen stabileren Stand. Darfst dich aber auch irgendwo festhalten. Alles gut. Vorsichtig lösen, immer ganz langsam und sanft in die Dehnung gehen. Keine ruckartigen Bewegungen machen. Dann können sich die Muskeln nicht entspannen. Schön ranziehen. Spüren. Und vorsichtig wieder absetzen. Wir atmen nochmal tief durch, ziehen uns in die Länge. Hab mich gefreut, dass du bei mir mitgemacht hast. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit.